Hallo und herzlich willkommen jetzt hier einmal zu dieser Präsentation, wo ich dir einmal die Grundlagen von den Finanzmärkten noch einmal erklären möchte und was überhaupt auch Trading ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal auch direkt einmal auch rein, damit du auch genau weißt, worauf kommt es im Trading genauestens auch an. Ja, wie ist das Risikomanagement? Bin ich überhaupt geeignet fürs Trading? Das möchte ich jetzt hier einmal mit dir gemeinsam durchgehen. Ja. Und zwar, warum ist Trading so wichtig überhaupt für dich? Die absoluten Vorteile für dich, wenn du das Trading lernen möchtest. Du brauchst keinen eigenen Chef. Du musst keine Produkte verkaufen. Das ist absolut krisensicher und wirtschaftsunabhängig. Ja, gehandelt wird jederzeit und Ortsunabhängigkeit kannst du dir, also du kannst von überall aus auf der Welt arbeiten. So, das heißt also, ja, du bist keinem Rechenschaft schuldig. Du musst, wie gesagt, keine Produkte verkaufen. Krisensicher, wirtschaftsunabhängig. Was meine ich damit? Du kannst immer von fallenden Kursen, aber auch von steigenden Kursen profitieren. Ja, es wird immer gehandelt. Wenn die Menschen, also wenn wir ja immer wieder eine Währung haben und gegeneinander tauschen, können wir davon profitieren als Trader. Das ist ganz wichtig. Das Ganze können wir auch ortsunabhängig machen. Das heißt, es ist total egal, ob du es bei dir im Homeoffice machst, ob du es am Strand machst, ob du es irgendwo in Dubai, Bali, irgendwo Malediven ja, machst. Du kannst es überall machen. Ja, Nachteile, du brauchst natürlich Kapital, deine Emotionen musst du kontrollieren und du brauchst eine strategische Eigenverantwortung gegenüber dir selber, genauso wie eine konstante Disziplin, die du einhalten musst, weil sonst würde das Ganze ja auch jeder machen. Wichtig ist, du kannst, wie ich gerade eben schon gesagt habe, von steigenden, aber auch von fallenden Märkten profitieren. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, du kannst also auch auf dem Abverkauf setzen. Das nennt sich dann einfach Leerverkäufe. Ja, das das heißt, wir haben immer einen Broker zur Hand, wo unser Geld liegt und mit diesem Broker können wir mit einem sogenannten Hebel-Trade, ja, wo wir uns auch äh, Gelder auch leihen, äh, können wir immer wieder ein bisschen zu, also das ist diese Versicherung, so funktioniert das ein bisschen, dass man auch von fallenden Märkten auch profitieren kann. Also ich gebe diesem Broker einfach das Versprechen, dass ich, zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall kaufen werde. Erwartungen versus die Realität. Ja? <laughs> Viele denken immer, ja, dass es immer konstant ist, dass Trading total einfach ist. Das siehst du hier in diesem linken Chart. Ja? Und äh, die Realität sieht aber eher immer anders aus. Das heißt, wir haben immer Korrekturbewegungen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Kurse fallen auch regelrecht immer. Ja, deswegen kannst du auch kontinuierlich immer wieder profitieren. Und das Ganze ist. Nicht so einfach ganz am Anfang. Ja, man stellt sich das immer sehr, sehr, sehr easy vor. Ja, aber ja, es, wir haben ja nur eine 50-50-Chance. Entweder es steigt oder es fällt. Das heißt, wir brauchen eine klare Strategie, wie das auch funktioniert. Und das schauen wir uns gleich auch weiter einmal an. Ja, was du absolut nicht brauchst, sind jetzt hier irgendwie ganz viele Bildschirme zum Analysieren oder sonstiges. Genauso wenig wie. Tausende von Indikatoren, die da irgendwie in einem Chart hängen und äh, dass das alles total kompliziert ist, ja. Denn ich selber bin der Freund. Ja, ich bin ja selber Hauptschulabbrecher. Das weiß ja, wissen ja auch sehr sehr viele, ja. Und ich verfolge dieses Motto "Keep it simple". Das ist mein absolutes Lieblingsmotto. Egal was ich mache im Leben, ja. Das ist mir wirklich persönlich super 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 wichtig, ja, weil Trading nicht kompliziert sein muss. Aber extrem viele Menschen Denken es ist kompliziert oder machen es sich es kompliziert mit diesen ganzen Bildschirmen, mit den ganzen Indikatoren. Ja, du brauchst da ehrlich gesagt nur dein Smartphone, ja, du benötigst einfach nur einen Laptop, es reicht auch ein komplett nur ein MacBook aus und ein weiterer Bildschirm oder sogar nur ein Bildschirm, ja. Ich selber habe hier gerade, ja vor Ort auch hier nur zwei Bildschirme, das reicht mir vollkommen aus, ja, um auch aktiv zu traden. Das ist ganz 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 wichtig, ja, aber das schauen wir uns auch noch mal step by step genauestens auch einmal an, wie das genau funktioniert. Jetzt möchte ich mit dir einmal überhaupt auch erstmal mit, also in das Thema natürlich reingehen. Ja, ich verschiebe mal hier gerade kurz mein Bild und dann siehst du einfach, in welchen Zeiteinheiten kannst du denn überhaupt handeln? Du kannst im täglichen Timeframe handeln, ja, Daily, H1 Stunde oder M1 Minute. Ja, das heißt also, ähm, diese Muster, die du eben gesehen hast, diese Kerzen, gehen im Daily Timeframe, also im täglichen Timeframe, Zeiteinheit rauf oder runter, stündlich oder Minute. Das ist einfach unabhängig. Davon, was du auch selber einstellst und wichtig, ja, die Märkte oder die Kerzen sehen immer wieder gleich aus. Das ist kein Hexenwerk oder sonstiges. Ja, vielleicht hast du auch schon eine Trading-Erfahrung bis hierhin auch gesammelt irgendwo. Ja, du wirst ganz genau hier lernen, ja, wie du von kurzen Zeitfenstern auch profitieren kannst. Du musst nicht immer täglich unterwegs sein oder oder oder. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig. Immer keep it simple ja und das Ganze ist verdienen. Ja, das ist wirklich extrem, extrem wichtig. Wichtig für dich jetzt einmal: Wie viel Volumen wird am Finanzmarkt pro Tag eigentlich gehandelt? Du kannst kurz auch mal drüber nachdenken. Und zwar: Am Tag werden 6 Billionen gehandelt. Ja, nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billionen. Ja, ganz wichtig. Du siehst diese ganzen Nullen, die sind. Abnormal crazy, ja, wirklich abnormal crazy. Und äh, wichtig dabei ist aber, wir wollen ja gar nicht diese sechs Billionen haben. Wir wollen eigentlich nur einen kleinen Krümel von diesem großen Stück Kuchen einfach haben. Ja, und das war ja auch so damals meine Devise. Deswegen ist das auch absolut skalierfähig. Ja, das können sehr viele Menschen auch einmal lernen und sich diese Freiheit auch nehmen, wenn man das Ganze möchte. Ja, wenn man diese Disziplin aufzeigt, das Ganze auch durchsetzen zu wollen. Ja, das ist für mich persönlich einfach das Wichtigste. Und dabei musst du einfach nur eine klare Rechnung auch haben. Du musst selber dir überlegen, wie viel willst du denn am Tag überhaupt verdienen, wie viel Zeit benötigst du auch grundlegend. Und ich mag es immer sehr gerne, dass man auch so eine Rechnung auch rückwärts macht oder tätigt. Ja? Und ähm, hier ist mal so ein kleines Beispiel. Du hast 21 offene Handelstage an der Börse im Monat. 100 Euro am Tag mal 21 sind 2100 Euro. Okay. Du hast noch einen weiteren Vorteil. Du hast 30 offene Handelstage am Kryptomarkt. Das heißt, du kannst theoretisch gesehen ja, 100 Euro am Tag machen, mal 30 Tage sind schon mal 3000 Euro. Also, du musst ganz klar definieren, wie viel möchte ich grundlegend eigentlich am Finanzmarkt verdienen. Ja, das ist wirklich extrem, extrem wichtig. Und da über 6 Billionen am Tag gehandelt wird, kannst du eine Menge Geld verdienen. Aber ich würde das Ganze nicht zu hoch ansetzen, immer kleine Schritte machen, damit fährst du ganz gut. Wichtig, es gibt 252 Handelstage im Jahr. Klar, im Kryptomarkt logischerweise noch viel, viel mehr. Und dabei ist einfach wichtig, dass wir jetzt einmal so eine Rückkalkulation machen. ja. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal 252 Handelstage ja, im Trading. Das heißt, 200 Euro pro Tag sind 50.000 Euro im Jahr, 400 Euro im am Tag sind dann 100.000 und so weiter und so fort. Ja, das heißt, du könntest 4.000 Euro am Tag machen, dann wärst du dann am Ende des Jahres auf einer Million. Jetzt ist die Frage: Benötigst du so viel Geld? Wie viel Geld verdienst du jetzt aktuell in deinem Job? Vielleicht bist du selber Geschäftsführer, Unternehmer verdienst vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr, also vielleicht auch 250.000 bis 100.000 so in diese Region, vielleicht sogar auch viel, viel mehr, ja, das kann ja auch sein. Oder du bist natürlich hier einmal noch, ja, ganz normale Angestellter verdienst so im Durchschnitt vielleicht eine 30.000 Euro nur im Jahr, ja, dann hast du ja gerade mal, also das ist ja auch so ein... Ein kleiner Durchschnitt natürlich, diese 30.000 im Jahr oder 36.000 im Jahr. Da ja, kannst du selber ja mal ausrechnen, was du selber auch verdienst. Und egal in, welchen, in welcher Sparte du bist, es ist auf jeden Fall möglich, dass du diese 4.000 Euro am Tag auch verdienst. Ja, das ist ganz wichtig. Es kommt immer darauf an, wie viel Kapital steht dir zur Verfügung. Ja, und das sind Zahlen, die kannst du aber auch greifen. Und da zeige ich dir natürlich auch gleich Schritt für Schritt noch, wie dir das Ganze auch ein bisschen geht. Ja. Und äh, wichtig ist einfach, sich Ziele zu setzen, ist einfach ein wichtiger Teil einfach des Trader-Daseins, ja. Und du solltest natürlich auch diese Geldbeträge nicht im Hauptfokus einfach stehen haben. Wichtig ist aber, dass du einfach ein Ziel hast, ja, aufs gesamte Jahr einfach mal. Ja, was möchte ich? Möchte ich mein Kapital einfach verdoppeln, wenn ich eh schon viel Kapital habe? Oder möchte ich einfach so ja, 200 Euro pro Tag machen? Weil das Problem ist einfach, bei vielen, ähm, die denken einfach, yo, ich mache jetzt auf auf jeden Fall auch 200 Euro am Tag, aber das ist definitiv auch nicht die Realität, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, am Kryptomarkt, wie gesagt, sind es 365 Tage, ja, ist auch nochmal ein Mega-Benefit. Äh, den Rest kannst du dir ja selber auch grundlegend auch einmal ausrechnen. Wichtig aber, du musst nicht jeden Tag profitabel sein, beziehungsweise du kannst auch nicht jeden Tag profitabel sein, ja. Das ist ein klarer Unterschied vom Anfänger, ja, der Fehler, 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 Gewinn, Fehler, Gewinn macht, ja, zum Jemanden, der wirklich Experte ist, der wirklich ähm, immer weitermacht und nicht aufgibt, ja, weil das hier ist ganz wichtig. Ich habe ja eben schon gesagt, das könnten die Zeitfenster sein, ja. Also, entweder sind es die Zeitfenster oder es sind die einzelnen Trades vom Minutenzeitfenster, das heißt, Fehltrade, 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 Gewinnbringend, Fehltrade, Gewinnbringend, ja, Fehl, 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 Gewinnbringend. Das können aber auch die Tage sein, ein Tag Fail. Zweiter Tag falsch, dritter Tag falsch. Ja, also dass du so gesehen vier Tage äh, nicht profitabel warst. Der fünfte Tag ist profitabel. Der sechste Tag ist dann wieder, also der nächste Montag dann, sage ich jetzt einfach mal, ist dann wieder nicht profitabel, dann wieder profitabel, profitabel und so weiter und so fort. Ja, du kannst mir folgen. Dasselbe gilt auch für den Monat. Ja, das hier könnten auch Monatszyklen sein. Monat nicht profitabel, Monat nicht profitabel, Monat nicht profitabel, Monat nicht profitabel und so weiter und so fort. Wichtig dabei, mit dieser Konstellation aber, dass du fünfmal falsch liegst und zweimal richtig liegst, kannst du trotzdem gewinnbringend am Finanzmarkt profitieren. Wichtig dabei geht es einfach um deinen Handelsplan und um deine Handelsstrategie, was wir uns aber auch Schritt für Schritt... Noch im Detail einmal anschauen werden. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich muss ja immer ein paar Mal mein, mein Bild noch hin und her switchen. Und dabei ist aber wichtig, dass du einfach Disziplin zeigst, Kontinuität zeigst, ja. Und ein Experte gibt grundlegend auch nicht auf. Ja? Und er macht weiter, er bleibt am Ball. Denn das größte Problem. Der Trader, grundlegend ist es immer, ja. Das hier ist mal die Reise eines Traders. Das ist wirklich Fakt. Vielleicht hast du selber schon Trading-Erfahrungen gemacht oder auch nicht, ja. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass du das hier einmal genau auch verstehst. Ja, wir starten. Also in der Regel ist das sehr oft bei vielen Dingen so im Leben, egal was wir machen. Du hast immer einen Start. Dann hast du so ein bisschen Anfängerglücks und dann denkst du, bam, ja Mann, ich schaffe es, ich bin der, warum habe ich das noch nie mein ganzes Leben lang gemacht? Ja, diese Fragen stellen sich dann im Kopf, was total lost ist. Ja, das darf niemals passieren, ja, weil das ist teilweise immer nur Anfängerglück. Dann fällt es runter. Du denkst, oh Glücksspiel. Ja, du hast hier nochmal Hoffnung und so weiter und so fort. Ja, das ist einfach mega problematisch. Und dann befindest du dich hier einmal vielleicht ein Jahr, ein halbes Jahr oder whatever. Ja, und muss dir erstmal beibringen, wie das Ganze funktioniert. Und genau in dieser Konstellation, ja, geben einfach 90% der Trader auch grundlegend auch auf, ja. Weil sie einfach komplett langsam nur vorankommen. Und ich selber habe grundlegend alle Fehler überhaupt gemacht, die man an der Börse im Trader-Dasein überhaupt machen kann. Ja, weil das einfach so krass ist, wie das mit den Emotionen ist, ja, und wie, was, was man da auch wirklich reinstecken kann. Ich habe aber niemals aufgegeben, weil ich grundlegend nicht aufgebe. Ich ziehe Dinge einfach durch. Wenn ich Bock drauf habe, dann ziehe ich es durch. Und genau das zeige ich ja auch im Kurs, wie das genau funktioniert. Ja? Welche Fehler du vermeiden solltest. Ja, wie es wirklich funktioniert, wie du das wirklich Richtig anpackst diese Thematik und wie das Ganze funktioniert. Weil dann kommt das Üben, das Verbessern, das Risikomanagement kontrollieren, ja? Und dann einfach, dass du den Plan befolgst, ja und das kriegst du in Schnelldurchlauf hin, dass du hier diese Thematik vielleicht sogar nur eine Woche hast und wirklich diese komplette Abkürzung nimmst, indem du einfach, ja, bei mir im Training bist, damit wir wirklich PS auf die Straße bekommen, damit du hier ganz zügig auch wirklich ja, Profitabel auch bist, ja. Deswegen funktioniert es ja auch wunderbar bei allen anderen Teilnehmern, auch bei uns. Ja, das ist ganz wichtig, denn wir zeigen einfach eine gesunde Mischung, heißt also, wie der Trading-Plan funktioniert, was ganz wichtig ist. Welche Regeln hast du zu befolgen? Das Ganze ist wirklich, wie gesagt, darfst du nicht vergessen, keep it simple. Ja, also wirklich alles einfach zu halten. Ich bin ja selber nur Hauptschulabbrecher. Ich möchte es wirklich ja auch im Detail auch haben, aber auch verstehen. Ja, und da gibt es einfach eine gesunde Mischung zwischen den. Risk-Reward-Ratio, ja, wie viel bin ich bereit zu riskieren im Gegenzug, was bin ich bereit zu gewinnen, genauso wie, wie ist meine Gewinnquote und da kommen wir einfach ins Spiel, wo ich einfach auch eine schnelle ja, Analyse auch betreiben kann, dir ja genau das an die Hand geben kann, was du benötigst, um profitabel an der Börse zu handeln. Und dabei ist es einfach auch wichtig, dass wir ein paar Dinge auch beachten, ja. Das hier sind die besten Monate, um, am Finanzmarkt auch grundlegend einfach zu traden, ja. Du siehst einfach, ja, dass der klassische, das klassische Dasein, ja, Januar bis Dezember, ja. Wir haben auch ein sogenanntes Sommerloch drei Monate lang. Ja, man kann da trotzdem handeln, das ist kein Problem. Genauso wie auch Dezember, 15. Dezember bis 15. Januar ist es auch immer ein bisschen kritisch, ja. Da funktionieren die Märkte auch ein bisschen anders. Und äh, im Herbst ist einfach wieder die beste Zeit, einfach zu handeln, ja. Das ist so... Etwas, was man auch im Hinterkopf aber einfach behalten sollte, ähm, wann etwas gehandelt wird. Das ist ganz wichtig. Ja. Und äh, wichtige Learnings jetzt bis hierhin einmal, die du auf jeden Fall auch haben solltest, ist es, ja, dass die Zeiteinheiten keine große Rolle spielen in deiner Analyse. Ja. Ganz wichtig, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal auch gesagt. Ja, weiteres Learning, bleib realistisch, du kannst nicht jeden Tag gewinnen, ja, das muss dir vorab schon mal klar sein, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weiterer Punkt, an der Börse ist nichts unmöglich, ja, wirklich alles an der Börse ist möglich, wenn du denkst, ja, die Märkte müssen jetzt umdrehen, dann kann ich dir sagen, ein Scheiß müssen die Märkte. Ja, wenn du denkst, Bitcoin ist auf keine Ahnung 15.000, 10.000 Dollar, whatever, ja, der muss jetzt da drehen, ja, ein Kack, ja, wirklich. Die Märkte, der Bitcoin kann weiterfallen, genauso wie Aktien, genauso wie Finanzmärkte und und und. Nichts an der Börse ist unmöglich. Genauso wie wenn alles steigt und weiter steigt und weiter steigt. Es kann immer weitergehen. Es ist wirklich, da gibt es keine Grenze. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du immer eine klare Strategie hast und nicht einfach willkürlich drauf tradest, weil das ist zocken, das ist komplett spielen. Das wollen wir hier nicht machen. So, jetzt aber im Detail, warum scheitern grundlegend aber 98 Prozent an der Börse und Grundlegend im Trading. Und warum sind nur 2% auch wirklich profitabel? Ja, weil es ein Markt aus Emotionen ist. Warum scheitern aber 98% an der Börse und im Trading? Und warum sind nur 2% auch wirklich profitabel und erfolgreich? Ja, weil es ein Markt aus Emotionen ist. Das heißt, ja, wenn Kurse fallen, verkaufen viele und wenn Kurse steigen, kaufen viele. Ja, das ist ein Markt aus Angst und Gier ganz ganz wichtig und das ist ein psychologischer Fakt ja wie Märkte sich immer bewegen und auch agieren ja das ist ähnlich auch wie die Kurve die ich dir eben auch als Trader gezeigt habe. Ja, wir haben immer eine Hoffnungsphase, Optimismusphase, Glaube, Nervenkitzel, Euphorie, Selbstzufriedenheit, Ängste, Leugnung, Panik. Ja, wenn dann alles wieder fällt, ja? Kapitalisation, Zorn, Depression, Unglaube und dann steigt wieder alles. Ja, das ist immer wieder dasselbe. Ja, Kurse steigen oder fallen. Ja, und du brauchst einfach eine klare Strategie, damit du einfach ein kontrolliertes System hast und wirklich profitabel an der Börse bist. Das Ganze ist nicht so kompliziert. Ja, ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wir haben immer ein Angebot, also ein, ein Angebot und eine Nachfrage bestimmen immer grundlegend, ob Preise fallen oder steigen. Ja, ganz wichtig. Das ganz klassische Beispiel ist einfach hier Bitcoin. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, wenn Bitcoin bei 69.000 ist, ja, dann schreien alle Leute danach. Oh mein Gott! Bitcoin kaufen, Bitcoin kaufen, die Medien auch. Wenn das der Fall ist, dann verkaufe ich. Ja, wenn das der Fall ist, dann verkaufe ich. Ich lege sogar noch mal Geld nach und verspreche der Börse oder dem Broker besser gesagt, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt kaufen werde. Damit profitiere ich und, und kann auf fallende Kurse einfach setzen. Und wenn dann Bitcoin auf 20.000 ist oder in dem Beispiel ja, dass, ähm, dass ich damals auch gesagt habe, dass der Bitcoin auf 16 K fällt oder beziehungsweise dass ich bei 16 K kaufe, ja, wo gefühlt alle wieder geschrien haben, nee das nee, nee, es ist, es ist kaputt oder oder damals auch bei beim äh, beim beim guten bei der guten Pandemie, ja, da habe ich auch an diesem Tag gekauft. Ja, das kann man ja im Nachhinein auch nochmal sehen, auch bei meinem Instagram-Story, beim Finanzkreis, ja, in den Highlights ganz rechts, ja, da habe ich das ja auch nochmal transparent geteilt. Das heißt, du musst kaufen, wenn andere Angst haben und verkaufen, wenn sie gierig sind. Das ist so ein Learning, ja, das ist ganz, ganz, ganz klassisch, ja, als Investor oder auch als Trader. Ja, und ein weiteres wichtiges Learning ist da halt auch, kaufe, wenn das Blut auf den Straßen fließt. Ja, dieses Zitat habe ich damals auch in meinen Instagram-Stories sogar auch geteilt. Ja, das ist schon einige Jahre her. Und, wer und auch wirklich brutal. Ist. Vielleicht hast du schon Trading-Erfahrung ja, oder auch noch nicht. Aber ich kann dir versprechen, wirklich, wer Profite nimmt, kann nicht pleite gehen. Extrem viele Menschen haben Probleme, Gewinne laufen zu lassen. Aber das hat auch wieder zur Folge, dass du kein richtiges Handelssystem hast und deinen Regeln nicht befolgst. Und das ist ein großes Manko einfach grundlegend im Trading, ja? Und du verlierst grundlegend auch kein Geld, ja, das Geld wächst einfach nur dem Besitzer. Du hast aber die Fähigkeit von anderen Menschen dann wieder das Geld auch zu erhalten, ja, weil es ist wie gesagt, immer in die Form von Angebot und Nachfrage, egal was man auch handelt. Und dabei ist einfach wichtig, was steckt jetzt aber auch wirklich hinter dem Thema Trading? Grundlegend ist immer die technische Analyse. Ja, das heißt, dass du ja, also 10% ist die technische Analyse. Das heißt so, du musst eine Research betreiben, du musst ein bisschen Backtesten und live testen. Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, ja, womit du das Ganze halt auch machen kannst und auch erlernen kannst. Aber das Ganze ist nur 10%, macht das Ganze halt auch aus. Ja, 20 ist das Risikomanagement. Das heißt ja, mache kleine Verluste, dafür aber große Gewinne statt dass du kleine gewinne machst und große verluste machst ja das ist grundlegend immer wieder der fall dass menschen einfach ja ihre gewinne nicht offen lassen halten und ihre verluste eher größer halten teilweise sogar bereit sind das gesamte konto zu verlieren und das ist total lost ehrlich gesagt ja und ähm, dir muss immer zu 100 klar sein wo ist mein stop-loss ja ganz wichtig hier auf der rechten seite und wann und wo nehme ich auch gewinne dann hast du diese ganzen Probleme gar nicht im Trading, wenn du einfach ein klares System hast. Ja, also du merkst, ja, es ist extrem, extrem wichtig, einfach ein klares System zu haben. Genauso wie, ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, wenn dir das Kapital fehlt, dass man auch die Form von Fremdkapital auch an sich nehmen kann. Ja, das heißt einfach nur, dass du auch Möglichkeiten hast, ja, größere Konten auch zu handeln, ja, wenn du zum Beispiel nicht so viel Kapital hast, ja, also hast du genug Geld fürs Trading, nein, hast du die Fähigkeit, Geduld und Disziplin fürs Trading, ja, okay, dann kannst du auch Fremdkapital-Trading auch verwenden, ja, werde ich jetzt ganz kurz mal noch anschneiden, ja, und ansonsten, wenn du das Kapital hast zu traden, ja, es reichen auch schon 1.000 Euro, 2.000 Euro, 5.000 Euro, wie auch immer, äh, 10.000 Euro, dann kannst du auf jeden Fall auch schon damit traden, ja, let's go. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du aber wirklich absolut gar kein Geld hast, dann ist Fremdkapital auch nochmal eine Möglichkeit, wenn du aber trotzdem auch Geduld und Disziplin hast. Ja? Wie funktioniert das? Das Thema schneide ich mal kurz nur mit dir an. Ja, du hast die Möglichkeit, mit 10.000 Euro, also ein 10.000 Euro Konto bzw. Dollarkonto zu erhalten. Dafür zahlst du einmalig 90 Euro. Ja, dann hast du hier drei unterschiedliche, bzw. zwei unterschiedliche Phasen. Ja, die erste geht. 30 Tage, die zweite geht 60 Tage. Du hast mindest, mindestens äh, fünf Handelstage jeweils. Äh, du darfst nicht mehr wie 500 Euro verlieren pro Tag, nicht mehr wie insgesamt 1000 Dollar verlieren und dein Gewinnziel sind 800 Dollar. Ja, in der zweiten Phase sind sogar nur noch 500. Ja, so kannst du das machen und dann am Ende bekommst du ein 10.000 Euro-Konto, beziehungsweise Dollar-Konto, ja, wo du deine Verlustgrenze auch nicht überschreiten darfst, ja, was du hier siehst. Heißt also, es gibt eine Form von Investoren, die dir das Kapital zur Verfügung stellen. Ja, aber wie gesagt, du kannst selber auch schon mit 1.000 Euro auch profitabel traden. Ja? Das darfst du nicht vergessen. Ja, das hier sind wie gesagt die Handelszyklen. Ja, du bekommst am Ende, also wie gesagt, ein 8020, also du bist dann ein Funnel-Trader. Du hast dann kein Risiko mehr am Ende, wenn du die Challenge bestanden hast, also diese ersten zwei Phasen, ja, und dann bekommst du einfach am Ende 80% der Gewinne ausgezahlt, wenn du das möchtest. Hast du natürlich das Ziel von 8% am Anfang und das Ziel von 5%. Hast aber auch deine Verlustgrenze und wenn du das einmal überschritten hast oder das in den 30 Tagen nicht geschafft hast, dann verlierst du dein Konto und extrem viele Menschen bleiben zu oft auf dieser Phase hängen und setzen zu wenig um. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du auch selber direkt ja, auf anderen Brokern auch einmal gehst und direkt auch mit Echtgeld auch tradest, damit du nicht zu so viel irgendwie auf Demo-Challenges ähm, halt auch agierst und das Ganze einfach später als Benefit nochmal zusätzlich halt auch nimmst, ja. Grundlegend ist dann das Geldproblem aber gelöst. Und der Rest, ja, die dritte Stelle ist die Psychologie. Ja, das ist teilweise, sage ich auch mal, das ist ein 80-20-Verhältnis. Ja, also es ist wirklich viel Mindset und Psychologie. Ja, nämlich deinen Plan zu befolgen. Ja, keine Selbstsabotage, Ja, es ist immer ein Kampf gegen dich selber. Ja, du sollst eher mehr cool bleiben, wenn du auch unter Druck kommst. Ja, das ist ein Lernaspekt, den du einfach im Trading grundlegend erlernst. Genauso wie, dass du deine Emotion kontrollierst. Um rationale Entscheidungen zu treffen. Ja, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich eiskalte Entscheidungen treffen kann. Ja, komplett. Na, du selber kannst das auch lernen. Egal, sei es der Investor oder auch der Trader. Beides ist wichtig und wir traden jeden Tag in unserem Leben. Wir treffen grundlegend immer Entscheidungen und sei es, wenn ich über die Straße gehe. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da auch da, dass man vom Bus überfahren wird oder angefahren wird oder sonstiges Ding oder sonstige Dinge auch passieren, ja. Es gibt auch Menschen, die brauchen diesen Adrenalinkick, ja? Genauso ist es halt auch im Trading, ja. Da ist es natürlich wichtig, dass du nicht diesen Adrenalinkick bekommst, sondern dass du klare Struktur hast, wie das ganze auch aufzusetzen ist und das ist wie ein eigenes Business zu führen, ja? Das ist nämlich richtig geil. Und wenn du das einmal gemeistert hast, dann wird das ziemlich, ziemlich cool werden. Deswegen weiteres wichtiges Learning, ja, greife nie in ein fallendes Messer. Das heißt, wenn die Kurse einfach fallen, dass du unbedingt da jetzt reinspringen musst. Du kannst immer noch mal ein bisschen abwarten, ein bisschen cool bleiben, ja, wie ich eben schon gesagt habe. Ja, eher auch keep it simple, es muss nicht kompliziert sein und du kannst cool bleiben. Gewinnen kannst du, verlieren kann man, aber zurückgewinnen ist unmöglich. Ja, lerne aus deinen Fehlern. Wichtig, ja, wichtig als Trader. Das ist komplett unterschätzt. Ja, wirklich, dass diese Fraktion, ja, einfach untergeht und die Leute eher denken, aha, das ist ja voll einfach, voll easy und ja, dann ist es diese Selbstüberschätzung und danach verliert man einfach. Das wollen wir hier nicht. Ja? Dann weiteres Learning, ja, nach Leiden und Verlusten werden die Menschen bescheidener und weiser. Ja, dann kommt dieses, ach, hätte ich doch mal gemacht. Ja, und ah, Flo, du hast recht gehabt, warum habe ich das nicht eher gemacht oder, oder, oder. Ja, weißt du, weil alle Facetten, die du im Training bei uns lernst, ist ganz klar darauf aufgebaut, dass du profitabel an der Börse handelst, mit absoluter Klarheit kein Bullshit oder kein Blabla, dass das wirklich on point auch einmal funktioniert, ja? Denn die meisten Trader fokussieren sich einfach auf die falschen Dinge. Mehr Indikatoren, mehr Bildschirme, mehr Strategien. Völliger Bullshit, völliger Nonsens, komplett sinnfrei, ja? Das sind wirklich die Hauptprobleme der Trader. Ja? Und der wahre Grund fürs Scheitern im Trading ist, dass eine dieser drei Fundamente einfach schwach sind und diese müssen einfach gestärkt werden und das ist wichtig wenn du erfolgreich an der Börse handeln möchtest das heißt Fokus auf diese drei Fundamente benutze eine Strategie die dir einen Vorteil verschafft ja da haben wir ja eine ganz klare thp Strategie auch entwickelt ja wir haben noch diverse andere Strategien aber die braucht man grundlegend gar nicht ja mit dieser Strategie kannst du profitabel an der Börse handeln benutze ein Risiko, das du kalkulieren kannst. Das ist wichtig. Benutze deine Psychologie, um dich selbst zu kontrollieren. Ja, Bau dir Routinen auf, bau dir Strukturen auf. Ja? Wenn, du, wenn, wenn zum Beispiel dein Smartphone dich komplett noch kontrolliert, wenn es bimmelt, ja, dann ist das einfach Lost. Ja? Oder wenn man die ganze Zeit auf Social Media irgendwelche Reels anschaut, keine Struktur hat, keine Disziplin hat, dann wird das. Sehr, sehr teuer werden für dich. Ja, und das wollen wir ja hier nicht. Ja. Wir wollen ja, dass du hier ein erfolgreicher Trader wirst, klare Entscheidungen treffen kannst und dich wirklich weiterbildest, was ganz wichtig ist. So, wie kannst du erfolgreich traden? Also, so auch halten, wie ich gerade schon gesagt habe, Routinen einbauen, einen Mentor an deiner Seite haben, der dir einfach von oben sagen kann ja, und auf dich mal schauen kann und genau weiß, was zu tun ist. Ja, was wirklich wichtig ist und zusätzlich eine geile Community, also ein Inner Circle kann da auf jeden Fall auch nicht schaden, ja? Das ist wirklich wichtig, das ist auch mega genial, wenn man das einmal auch hat, ja? Im Trading musst du dich nämlich auch grundlegend nicht, ja, rechtfertigen. Ja, dein Umfeld die Schule die Gesellschaft bringt dir nämlich bei oder uns bei dass du dich immer für alles rechtfertigen musst ja hier im Trading ist es definitiv nicht so ja weil im Trading geht es darum etwas eigenes aufzubauen nach deinen Vorstellungen deinen Spielregeln ja was wirklich ganz wichtig ist das heißt einfach nur ja ich gebe dir natürlich auch ganz klar einmal mit an die Hand was du genau benötigst aber das ganze wird dann auch ein weiterer Prozess einfach auch sein weil jeder Mensch ist individuell auch anders ja und ganz wichtig Dinge, für die du dich nicht rechtfertigen solltest, ist deine Herangehensweise, deine Gewinne und Verluste und deine Analyse und Strategie. Ja, das ist ganz wichtig. Ich selber Erzähle natürlich auch bei unseren Schülern auch ganz klar. Ich will gar nicht so wirklich wissen, was da auch passiert ist. Ich sehe direkt, wenn ich ins Trading-Konto reinschaue, wo der Fehler ist. Ja, ich brauche da einen Bruchteil von ein paar Sekunden, maximal eine Minute. Und ich weiß direkt, wie die Emotionen bei dir ticken. Ich weiß wirklich, was bei dir am Kopf auch abgeht. Ja, weil ich schon 100.000 Trader über die Schultern geschaut habe, selber alles miterlebt habe. Ich weiß ganz genau, worauf es halt auch ankommt im Trading, um profitabel zu sein. Denn wichtig ist es grundlegend für dich, dass du erfolgreicher wirst, indem du aus deinen Misserfolgen auch lernst. Deswegen ist es immer ein klarer Prozess und ein weiterer Prozess, der sich immer wieder entwickelt und sich immer weiter verändert. Ganz wichtig, ja. Disziplin schlägt Motivation. Ja. Du musst lernen, wie du dein Momentum aufrecht erhältst. Ja. Das heißt, Disziplin aufbauen, Kontinuität, ja. Routinen einfach aufbauen, dadurch wirst du automatisch disziplinierter. Ja, du musst keine fünf Stunden am Tag traden. Es reicht auch einfach eine halbe Stunde am Tag bis Stunde am Tag, ist was vollkommen ausreicht. Ist ähnlich wie ins Gym zu gehen, also ins Fitnessstudio. Da ja, musst auch keine vier Stunden im Gym sein, ist auch kompletter Nonsens. Du es reicht, wenn du einfach jeden Tag etwas, also etwas bisschen machst, natürlich. So, löse dich emotional von deinen Ergebnissen und betrachte alles als Feedback für deinen Prozess. Ja? Fehler zu machen ist in Ordnung, will ich dir damit sagen. Ja? Fehler machen ist in Ordnung. Das hast, woher, wo, wo sollst du das, wer hat dir das bisher schon mal gesagt, ja? Wir haben immer in der Schule eingetrichtert bekommen, schreib gute Noten, darfst keine Fehler machen, bla bla bla. Ich sage ganz klar, du wirst Fehler machen und du darfst auch Fehler machen, du darfst von deinen Misserfolgen auch lernen. Das ist ein Prozess, ja, für dich selber, um weiter zu wachsen. Und das ist geil. Das Ganze macht doch Spaß. Ja, das ist wirklich genial. Ich mag, ich mache auch heute noch Fehler. Ja, ja, ich und ich kann mich super schnell reflektieren und kann das Ganze sofort auch ausbessern. Deswegen verbanne grundlegend auch Negativität aus deinem Leben und verändere dein Umfeld. Ja, wenn ich da irgendwas abfackt, wenn ich da irgendwas runterzieht, dann entferne es aus deinem Leben. Ja, treff eine Entscheidung. Entscheidung. Ja, Scheidung. Entscheidung. Das Wort beinhaltet schon das Ding Scheidung, ja? Du darfst dich von Dingen trennen, wenn sie dir nicht gut tun, ja, wenn sie dich runterziehen. Wichtig, ja? Ein wichtiges weiteres Learning, setz dir ein Ziel, an dem du dich orientieren und auch ausrichten kannst, wofür du arbeitest, wofür du diese Disziplin auch einmal hast. Willst du dein Konto verdoppeln, für einen Maledivenurlaub? Möchtest du mehr Geld haben als zweites Einkommen, um Sicherheit aufzubauen, weil dein Job dich vielleicht auch abfuckt? Ja, oder weil vielleicht dein Job dir auch Spaß macht, du aber trotzdem Sicherheit aufbauen möchtest. Dann jawohl, ist doch ein geiles Ziel. Nimm Verantwortung für dich selber in die Hand, ja, für dich und deine Familie ja ganz wichtig keine also ein weiteres Learning ist natürlich ja auch kein Hater der dich beleidigt hat ein besseres Leben als du ja ich bekomme jeden Tag extrem viel Hate auf Social Media mich juckt das ein Scheiß kann ich dir sagen wirklich ja weil das einfach weil ich weiß einfach die Leute tun mir eher leid ja sie tun mir leid dass sie sich da so erbärmlich irgendwelche Hate Kommentare ja, dass sie Zeit überhaupt da investieren, um anderen Leuten Hate zu geben. Ja, ich würde niemals in meinem Leben drauf kommen, jemandem Hate zu geben, weil dafür ist meine Zeit viel zu kostbar. Wir haben noch 24 Stunden Zeit in diesem Leben, ja, und diese Zeit muss genutzt werden. Wir haben nur dieses eine Leben. Und das ist extrem, extrem wichtig, ja. Und das war es auch jetzt hier einmal mit meiner Präsentation, einmal über das Thema Trading, ja, was für dich einfach grundlegend wichtig ist. Du kannst dir dieses Video auch jederzeit auch nochmal anschauen, ja, wenn du nochmal mehr lernen möchtest über dieses Thema Trading. Wie gesagt, schau dir das Video auch zu jeder Zeit gerne nochmal an. Wenn du einfach auch mal nicht weiterkommst, ja, das Ganze sollte dich auch jederzeit auch noch ein bisschen refreshen, ja, und dass du noch mal so ein bisschen neue Blickwinkel vielleicht auch bekommst bei dem einen oder anderen, was ich hier auch gesagt habe. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir machen dann weiter und äh, dir wünsche ich dann auch viel Spaß. Und wenn du jetzt auch an dem Punkt bist, dass du wirklich das erfolgreiche Traden lernen möchtest, dann trag dich doch mal für ein kostenloses Erstgespräch hier unter diesem Video auch einmal ein und wir hören uns dann einfach in den nächsten Stunden oder Tagen, ja, wie das Ganze auch wirklich für dich auch einmal funktioniert. Ja, wir haben extrem viele erfolgreiche Teilnehmer schon erzeugt mit dem Thema Fremdkapital, aber auch mit dem Thema Eigenkapital, wie das genau funktioniert, erklären wir bei uns in den Trainings. Wenn das Ganze für dich wie gesagt interessant ist, dann trage dich mal für ein kostenloses Erstgespräch hier unter diesem Video ein und wir hören uns in den nächsten Stunden oder Tage.